Hi und herzlich willkommen zu MTG mit Patrick. Ich möchte heute mit euch pünktlich zum Start ins neue Jahr über alle vergangenen Collectors Display Produkte von Wizards sprechen. Wir hatten da im letzten Jahr, besonders in 2020, eine Vielzahl von verschiedenen Collector Displays und im Jahr 2019 noch Throne of Eldraine. Ich zeige euch mal ein paar, die ich hier gerade greifbar habe. Das ist unter anderem Throne of Eldraine, das allererste. Dann haben wir hier Ikoria auf Japanisch und zum Beispiel auch noch Zendikar Rising Collector Displays. Zendikar ist ja alle 5 Jahre wieder mal besuchter Planet und dieses Jahr haben sie uns eben die Expeditions als Boxtopper geschenkt. Die Collector Displays gibt es nun seit Throne of Eldraine. Das heißt, wir haben Throne of Eldraine, Theros Beyond Death, Ikoria, Lair of Behemoth, Core 2021, dann haben wir Zendikar Rising und Commander Legends gehabt. Jetzt im Februar kommt bereits Kaldheim, ebenfalls wieder mit Draft Displays, Set Displays und Collector Displays. Die Ära der Collector Displays hat ja eine neue Ära eingeleitet. Rudi von Alpha Investments hat die alten Displays in Gold, Silber und Bronze Ära eingegliedert. Goldene Ära ging bis zu Ursas Saga, Ursas Legacy. Die silberne Ära war eben alles, was wir aus unserer Kindheit kennen. Mirrodin, Lorwyn, Cold Snap, Avacyn, Restored, New Phyrexia. Und dann gibt es noch die Bronze-Ära. Kann man ungefähr gleichsetzen vielleicht mit dem Pioneer-Format, also Khans of Tarkir, Guilds of Ravnica, War of the Spark, Dominaria, Ixalan. Das ist die sogenannte Bronze-Ära. Noch ein bisschen unsexy für uns sozusagen, aber die letzten Displays, wo das Draft-Display das Premium-Produkt war. Man hat 80 Euro ausgegeben und mehr gab es einfach nicht. Das war, wenn du viel Geld zur Verfügung hattest, dann hast du dir Displays hingestellt. Und seit Throne of Eldraine hat sich das eben geändert. Nicht nur haben sich die Displaypreise verändert, ich glaube, sie gingen im Schnitt 10 Euro nach oben, sondern es gibt eben jetzt auch als Premium-Produkte die sogenannten Collector-Displays. Wir schauen uns jetzt mal alle 6 Collector-Displays an, die es bisher gegeben hat. Und ich werde euch für euch eine Reihenfolge vorgeben, meine eigene Rangfolge, weil das eben jetzt die neue Ära ist. Ich persönlich investiere nun nicht mehr in Draft-Displays, sondern nur noch in Collector-Displays, aus dem einfachen Grund, dass sie limitiert sind. Draft-Displays werden so viel gedruckt, bis sie keiner mehr haben möchte oder sie eben aus Standard rausfallen. Und die Collectors-Displays sind limitiert. Das heißt, sie wurden einmal gedruckt und dann nie wieder. Es gibt immer noch viele zum Kauf, versteht das nicht falsch. Das ist jetzt nicht so limitiert wie zum Beispiel Double Masters im Sommer diesen Jahres oder Jumpstart, sondern es ist aber dennoch limitiert. Also ein wenig interessanter für mich als Anleger, Investor, ich sage mal Spekulant. Ich spekuliere auf einen besseren Preis innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre. Platz 6 ist für mich Theros Beyond Death. Theros, das Set an sich ist auch nicht so gut angekommen. Wir sprechen hier von einem hohen Niveau. Alle Produkte in 2020 waren wirklich sehr gute Produkte. Aber Theros hatte Uro, hatte Kroxa, hatte die Götter. Das waren tolle Karten. Aber in den Collector Displays kam es einem so vor, als wären auch Uro und Kroxa seltener, besonders als Full Art Foil. Wenn man die als Full Art Foil zieht, dann ist das ein Hit, dann hast du deine Box bezahlt. Was noch für Theros Beyond Death spricht, ist der niedrige Preis. Im Moment kriegst du noch Theros Beyond Death Collector Display für 140 Euro. UVP sind 185, 190 Euro. Also zu einem Riesenrabatt, weil es aber auch nicht so beliebt war. Was gegen Theros Beyond Death spricht, sind auf jeden Fall die Länder. Diese Tempel kann keiner mehr sehen. Niemand hat Bock auf Tempel. Von daher nicht besonders cool. Platz 5 schließt er direkt an. Core 21 Collector Displays. Super coole silberne Boxen mit Ugin drauf. Ugin ist auch das Highlight für mich. Grim Tutor kam wieder. Da sieht man auch, dass der Preis des alten Grim Tutor wirklich nur gerechtfertigt war, weil die Karte so selten war, nicht weil sie so gut war. Weil der Preis hat sich jetzt bei 10, 15, 20 Euro eingependelt. Je nach Variante. Aber ebenfalls die Tempel als Landcycle wurden schon wieder gedruckt.
Aber nichtsdestotrotz, richtig coole Reprints. Ugin war da. Wir haben Azusa, Lost But Seeking, Heroic Intervention. Wir haben auch ganz viele Scavenging Ooze. Wir haben neue Karten wie Storming Entity, Vito, Thorn of the Duskrose, Mace Mind Tome. Richtig starke Karten, die neu geprintet wurden. Plus der 5er Cycle an Planeswalkern. Eine neue Liliana, wer weiß, wie gut sie wird. Teferi, eine Commander-Karte auf jeden Fall. Also Platz 5, aber ein guter Platz 5. Platz 4 ist für mich Ikoria. Ikoria war das erste Set, wo mal was Neues ausprobiert wurde. Und zwar ein Collab mit Godzilla Artworks. Was eben auch ja, das Besondere an diesem Set war, du konntest nicht nur Karten als Comic-Variante kriegen, sondern ganz selten auch noch als Godzilla-Artwork. Und die Godzilla-Foil-Varianten sind immer noch Premium-Varianten, die auch einen höheren Preis haben. Deswegen habe ich ein paar auf Japanisch mir zur Seite gelegt, weil Japanisch und Godzilla passen einfach zusammen. Super tolle Länder, die Triumphs, sind fetchbar, sie sind Dreikaller, sie können gecycelt werden. Ich denke, das sind richtig gute Länder. Einzig Negative ist so ein bisschen, die Story fehlt mir. Es geht Monster gegen Mensch. Es war, glaube ich, ein richtig ungünstiger Zeitpunkt. Im April 2020 kam das raus. Da war die Pandemie gerade am Abgehen, besonders in den USA. Und deswegen ist Ikoria ein unterschätztes Set. Ich denke, es hat richtig viel Potenzial, besonders durch die Triumphs und die Godzilla-Kollaboration. Für mich Platz 4. Platz 3 ist das OG. Throne of Eldraine, das erste Set, das Collector's Displays eingeführt hat. Richtig starke Karten. Oko, das Synonym für den Power Creep im Standard. Coole Länder mit den Castles, also die Schlösser Garenbrig oder Ventress. Viel Flair. Erinnert mich persönlich an Lorwyn, wo es damals um Feen ging und kleine Gnome. Jetzt geht's ins Märchenland. Richtig coole alternative Artworks in diesem nicht Comicbuch-Style, sondern Märchenstil. Richtig starke Karten. Karten, die auch bleiben werden. Bonecrusher Giant. Oko, okay. Haben wir verloren. Der wurde sofort ja gebannt im Standard. Ganz viele Karten, die gebannt wurden, weil sie einfach super stark sind. Insbesondere die Adventure-Mechanik ist super stark. Aber wenn Standard irgendwann raus ist und man will das Set draften, zu den Draft-Displays kommen wir in einem anderen Video, da ist Throne of Eldraine auch mit vorne dabei. Aber dann macht das super Spaß und es interessiert im Nachhinein keinen mehr, was im Standard gebannt war in 2020. Platz 2, Commander Legends Collector's Displays. Commander Legends, das erste seiner Art, also das war ja so die Krönung von Wizards im Jahr 2020, das Jahr des Commanders, da kam Commander Legends. Ganz viele Reprints, das erste Mal Etched Foils. Die Battlebond-Länder, der zweite Cycle, sozusagen die Enemy Battlebond-Länder kamen, also auch richtig starke Länder. Es geht immer viel um Länder für mich, wenn ich an Sets denke. Und fassen wir zusammen, die Länder-Cycle spricht für Commander Legends. Die Etched Foils sind wunderschön und das allererste Mal und wer weiß, wie oft es wiederkommt. Dann haben wir richtig starke Chase Mythics, die gedruckt wurden. Jeweled Lotus, Mana Drain, Scroll Rack, Vampiric Tutor, die vier insbesondere, aber auch starke Rares wie Opposition Agent und Hull Breacher insbesondere. Und die als Full Art Foil Variante haben eben auch immer noch einen Premium Preis. Wenn man diese guten Karten zieht, dann lohnt sich auf jeden Fall und ich glaube an das Produkt auch in den nächsten Jahren. Platz 1, da bleibt nur noch eins übrig, das ist Zendikar Rising. Überraschung, die Draft Booster Preise sind in den Keller gegangen, alles was man so bei YouTube sieht an Openings ist eigentlich immer Hit, Fetchland oder Bust und das ist aber kurzfristig nur so, langfristig ist das ein richtig starkes Set. Wie ich vorhin schon gesagt habe, alle 5 Jahre kommen wir nach Zendikar. Zendikar 1, wir haben Priceless Treasures. Da waren wirklich Powerkarten in irgendwelchen random Boostern. Battle for Zendikar. Wir haben Expeditions, die allerersten Treasure-Karten, die in einem von 5 Displays mal drin ist, auch schon Fetch-Länder, also Länder hauptsächlich. Dann Zendikar Rising. Die Expeditions wurden angekündigt. Ja gut, es sind dann letztlich Boxtopper gewesen, deswegen sind sie nicht ganz so selten. Aber ja, deswegen sind sie nicht ganz so selten. Mit jedem Collector's Display von Zendikar Rising kriegst du garantiert 2 Non-Foil Expeditions.
ein Drittel Chance, dass es ein Fetchland ist. Und ansonsten kann es auch ein Battlebond-Land sein oder ein Fastland oder eben Manlander. Aber ein Drittel Chance, dass es ein Fetchland ist. Und man kriegt im Schnitt 2 Foil Expeditions pro Zendikar Rising Collectors Display. Und die gibt es sonst nirgendwo. Und die gibt es auch noch in 4 Jahren. Und die sind jetzt richtig günstig geworden, aber die werden auch wieder steigen, weil das einfach Karten sind, die man haben möchte. In 3-4 Jahren, wenn Cavern of Souls, Prismatic Vista oder auch die ganzen Fetchländer eben nicht in Modern Horizon 2 wiedergedruckt wurden, dann ist das ein Set, was richtig viel Value hat. Außerdem haben wir die MDF-Cards, also sprich die Flipländer. Auf der einen Seite Gebirge, auf der anderen Seite Insel zum Beispiel. 6 davon haben wir bekommen in diesem Set. Wir haben die sogenannten Boatländer, wo auf der einen Seite ein Land ist, was getappt oder ungetappt ins Spiel kommen kann, wenn du 3 Leben bezahlst und auf der Rückseite einen mächtigen Zauberspruch hat. Agadim's Awakening, Emiria's Call, Shatter Skull Smashing, um nur 3 Beispiele zu nennen. Des Weiteren haben wir auch richtig starke Mythics, Omnath, Seagate Stormcaller oder auch Lotus Cobra, Rune Crab, die Landfall Ability kam zurück. Einführung der Party Ability, wer weiß, wie stark sie wird nächstes Jahr im Dungeons and Dragons Set, was von Wizards kommt. Aber für mich ein wohlverdienter Platz 1 wegen der Expeditions, wegen der Boxtopper, Zendikar Rising. Als nächstes sprechen wir über Draft Displays. Freut euch aufs nächste Video, lasst gerne ein Abo da und ich freue mich, wenn ihr einschaltet. Bis dahin, euer Patrick. Macht's gut.